Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und die Serie geht weiter. Heute gibt es die Top 5 Tipps für, nicht eine Muskelgruppe, ein breites Kreuz. Das ist das, was die meisten von euch, vor allem die Männerwelt oder fast nur die Männerwelt, sich erlangen wollen. Das breite Kreuz, den Silberrückenstatus, den Alpha-Male-Status. Und ja, das ist auch das, was letzten Endes auch unter einem T-Shirt ordentlich beeindrucken kann. Egal wie ausgeprägt einzelne Muskelgruppen sind, die Arme, die Schultern oder sonst was, hat man erstmal das breite Kreuz, dann hat man eigentlich schon eine ordentliche Strandfigur. Und deswegen jetzt die wichtigsten Tipps, um dieses breite Kreuz zu priorisieren und endlich zu erreichen. Obwohl hier, kleine Nebenbemerkung, natürlich hängt es davon ab, wie euer Knochenbau ist. Denn wenn euer Schlüsselbein nun einmal nicht ganz so lang ist, dann werdet ihr es auch nicht länger trainieren können. Natürlich verbreitert es sich durch die Schultern und durch die Illusion. Denn nichts anderes ist oft ein breites Kreuz. Wenn jemand ein schmaleres Kreuz hat als ein anderer, aber dadurch auch noch eine schmalere Taille und dann auseinander geht beim Latissimus, dann sieht das Kreuz breiter aus. Und nur darum geht es ja. Wir wollen die V-Form haben. Es geht nicht darum, bestimmte Zentimetermaße zu erreichen. Und da sind wir limitiert durch die Natur. Aber hier zumindest die besten 5 Tipps, die ihr beachten könnt, um es möglichst diese Illusion zu geben. Und das erste ist, priorisiert euer Rückentraining. Ja, das breite Kreuz fängt vor allem von hinten an. Die Deltas sind nur das I-Tüpfelchen, wortwörtlich. Die bringen da diese schöne Rundung rein. Aber der Rücken, die V-Form, die ist vom Rücken aus gesehen, die kommt von dort. Und wenn man den dann auch noch von vorne sieht, oh, das war für mich so erstes Level Neues erreicht, als man gesehen hat, dass unter meinen Armen plötzlich der Latissimus anfing und ich hatte die V-Form sogar von vorne. Aber von hinten, das ist der Klassiker, wo sich alles dann zusammenbildet und auseinandergeht. Und genau das wollt ihr erreichen. Also, was heißt Rückentraining priorisieren? Das bedeutet vorher keinen anderen Muskel. Nicht sowas, so ein Quatsch wie Beine und dann Rücken, Brust und dann Rücken und sonst irgendetwas. Wenn eine Trainingseinheit ausfällt, sicherlich nicht der Rücken. Und wenn ihr das noch mehr priorisieren wollt, trainiert den Rücken einzeln am Tag. Ganz wichtig, denn der Rücken besteht aus sehr vielen Muskeln. Mehr dazu seht ihr bei diesem Video. Außerdem solltet ihr auch gucken, dass ihr vielleicht davor und danach einen Tag frei haltet. Oh ja, jetzt gibt es einige graue Haare von euch bekommen. Nun ja, dann werdet ihr wahrscheinlich nie den fleischigsten Rücken haben. Aber für die, die es wirklich wissen wollen, Tag frei, Energie sparen, Rückentraining, macht euch kaputt, wenn ihr es richtig macht. Danach regenerieren, weil ihr sowieso nicht aufstehen könnt. Und dann geht es in allen anderen Training rein. Die Brust ist nur ein kleiner Teil von dem, was der Rücken ausmacht. Priorisiert euer Rückentraining. Gerade habe ich euch schon den Tipp genannt. Jetzt kümmern wir uns, nachdem wir die Grundmasse dafür geschaffen haben, mit einem guten Rückentraining und der Priorisierung desselben, um das I-Tüpfelchen. Und das ist der Schultermuskel. Aber was ist der Schultermuskel? Natürlich meine ich den Deltamuskel. Und welchen Deltamuskel? Nicht den vorderen, nicht den hinteren. Ja, das macht eine komplette Schulter aus, aber eher von der Seite. Was wir vor allem wollen, um das Breite zu kriegen, ist der mittlere Delta, der sonst sträflich vernachlässigt wird bei allen anderen. Der vordere Delta ist beim Brusttraining dabei, der hintere Delta ist beim Rückentraining dabei, der mittlere geht leer aus. Also priorisiert absolut den mittleren Delta. Kriegt diese schöne Rundung da rein, dann geht ihr schön hinten auseinander und dann kommen nochmal die richtig coolen Manga-Muskeln da oben drauf. Das gibt euch das I-Tüpfelchen für die Breite und dann habt ihr eigentlich den Grundbaustein geschaffen. Nächster Tipp ist ganz klar, Fett reduzieren. Ja, das gehört nun mal auch dazu, denn wenn ihr Fett ansetzt, werdet ihr das in erster Linie in der Bauchzone machen, auch am seitlichen. Und dann geht ihr einfach nur gerade runter. Wir haben schon von der Illusion gesprochen. Natürlich, wenn ihr ordentlich Fettmassen drauf habt, könnt ihr auch einfach richtig breites Kreuz haben. Das geht auch, denn das Fett werdet ihr auch da oben ansetzen. Und schaut euch mal die ganzen Strongmen an. Die haben das breiteste Kreuz, das man sich vorstellen kann. Aber die haben auch ein breites Kinn, breites Gesicht, dann da unten das Breit und da ist nichts mit V-Form. Das sieht nicht so dolle aus. Ihr wollt die Illusion vor allem erschaffen und ihr könnt auch nicht ganz so massig werden wie die meisten von denen. Also reduziert den Teil hier. Jetzt haben wir den oberen aufgebaut, von hinten angefangen, Grundmasse, Seite und jetzt reduzieren wir den Teil. Und auf einmal wird da immer mehr eine immer extremere V-Form raus. Also das gehört auch dazu, Fett reduzieren, ganz besonders hier. Ja, das kann man nicht gezielt machen, deswegen müsst ihr einfach so lange reduzieren, bis es auch hier angreift. Und dann werdet ihr mehr V-Form haben und damit ein breiteres Kreuz. Der nächste Tipp schlägt in die gleiche Kerbe. Und zwar geht es uns um die Illusion. Uns geht es jetzt nicht darum, ein komplettes Muskelbild völlig symmetrisch zu entwerfen. Wir sind hier immer noch beim Bodybuilding. Das heißt, wir formen an einer Figur. Ihr wollt ein breites Kreuz, ihr wollt diese Illusion erschaffen, dann spart euch etwas mehr die seitlichen Bauchmuskeln. Lasst sie mitwachsen, wenn sie einfach benutzt werden, aber so etwas wie extra seitliches Bauchmuskeltraining.
mit den Kurzhanteln, das kennt ihr alles. Spart es euch, weil dann baut ihr auch hier Masse auf und wie wir gerade gelernt haben, eigentlich wollt ihr den Teil hier reduzieren. Wenn ihr also einen schönen Manga-Look haben wollt, keine seitlichen Bauchmuskeln. Und jetzt werden sich diejenigen freuen, die mich vorher verflucht haben, als ich bei anderen Top 5 Tipps für die Arme gesagt habe, kommt vom schweren Training weg, das bringt da nicht so viel, denn jetzt werde ich dazu raten. Auch das. Heißt das, nur für die schon die Fingerspitzen, um in die Tastatur zu hauen, man kann kein breites Kreuz aufbauen oder keine Muskeln, wenn man nicht schwer trainiert? Was ist das denn für ein Quatsch? Nein, heißt es nicht. Das hier sind Tipps. Tipps heißt nicht, nur so geht es. Das bedeutet, tendenziell habe ich erfahren, wenn man jemandem diesen Tipp gibt und die meisten das noch nicht machen, dann kommen sie eher zu dem Erfolg unter dem Titel heute. Und ja, ich merke, dass man tendenziell, wenn man Mut zu schwereren Gewichten hat, schwerer trainiert, ebenfalls auch ein breiteres Kreuz aufbaut, mehr Fleisch aufbaut. Das passiert meistens grundsätzlich. Und ja, da sind wir wieder bei den Strongmen, die natürlich fast nur über Gewichte gehen und die alle ein Wahnsinnskreuz haben. Während Bodybuilder auch recht filigran aussehen können. Wenn ihr ein Bodybuilder seid, der zwar Bodybuilding macht, jetzt nicht also übertrieben aussieht auf die Olympiabühne, aber irgendwo zwischen 75 und 85 Kilo wiegt, fettfrei seid und eine super Strandfigur habt, dann habt ihr trotzdem nicht vielleicht das breiteste Kreuz. Das kommt natürlich vor allem, wenn ihr Ausdauersportler seid, gerne mal von 15 bis 20 Wiederholungen trainiert und so weiter. Ja, ihr werdet alle bei weitem abhängen, wenn es um Calisthenics geht, wenn ihr euch an die Stange hängt oder Körperübungen macht. Ja, aber wer das maximal breite Kreuz haben will, der sollte keine schweren Gewichte scheuen. Und wenn ihr das Ganze jetzt noch vertiefen wollt, wie ihr nämlich den Schultergürtel für den Sommer, das, was aus dem Tanktop rausguckt, richtig gut trainieren wollt, guckt direkt hier weiter. Nahtlos weiterschauen, gerne noch ein Like vorher da lassen, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und verpasst kein Video mehr und schaut euch auch gerne mal die anderen Videos an. Das war's dann jetzt von mir. Macht's gut, bis bald. Euer Gotti.